Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Baphomets Fluch 2.5. Wir sind auf der Suche nach Batterien. Ja, bei Nico haben wir nichts gefunden. Die Blumenhändlerin konnte uns nicht sagen, welche Möglichkeiten haben wir denn dann noch? Wie wäre es mit Café de la Chandelle Verte? Na, an der Litfaßsäule wird aber nichts stehen von einem Batterienhändler, oder? Es wäre schwachsinnig, die Plakate einfach abzureißen. Welche Möglichkeiten habe ich? Eis draufklickern? Nein. Nein. Abschneiden? Das wird nicht funktionieren. Bedingt. Abschrauben? Nö. Nö. Ein Pulli anziehen. Gut, dann nicht. Wenn ich den Stubbert? Nein. Soweit kann ich das Ding auch nicht anziehen. Wenn ich nochmal unsere gute Dame hier ein bisschen damit behelligen. Hier, kriegst du einen Pulli. Das wird nicht funktionieren. Toll. Könnte man hier Nö. herumschrauben. Das habe ich aber schon mal probiert. Das funktioniert immer noch nicht. Wir frisieren vielleicht. Nein. Ein Eis Nein. anbieten. Oder vielleicht eine Taschenlampe. Nö. Nö. Das ist sehr strikt. Und bevor ich es vergesse, ich werde einfach mal die ganze Bar damit abtasten. Mit unseren Materialien. Nö. Nö, doch, mache ich. Bar auseinanderbauen. Nö. Auch nichts zerschnibbeln. Anleuchten kann man hier auch Nein. nichts. Kein Wunder, die leuchtet nicht. Wie wäre es mit einem Eis? Ich glaube nicht. Gut, ein Eis auf die Bar kleckern ist auch nicht drin. Wo könnten wir denn noch hingehen? So, beim Eisverkäufer waren wir auch. Da haben wir das Eis her. Ors National brauchen wir gar nicht hin, denn dafür brauchen wir die Batterien. Ich könnte es nochmal bei Mofasso versuchen. Aber ich wüsste jetzt nicht genau wo. Das Café hat mir nicht weitergeholfen. Vielleicht hier im Kanal. Da gehe ich bestimmt nicht noch mal rein. Das überlässt du mir. Oh nein. Vielleicht aufschrauben. Oh nein. Nein, mit der Schere traktieren. Ich glaube nicht, dass das Ich glaube funktioniert. nicht. Eis. Lieber nicht. Trotzdem danke für das Angebot. Ja, und die Taschenlampe im Kanal hilft Nö. auch nicht weiter. Hätten wir noch den Stromkasten aufschrauben? Ja, jetzt weiß ich auch, wofür ich allen gesunden Menschenverstand über Bord werfen kann. Wegen zwei lausiger Batterien. Besser als nichts. Ja, komm, dann nehmen Sie. Da scheint noch Strom drauf zu sein. Mir wird ganz mulmig um die Magengegend. Soll ich da wirklich ungeschützt reinfassen? Wenn du mir das so schon suggerierst, Lieber nein. nicht. Machen wir nicht. Vielleicht nimmst du den Pulli als Schutz und dann. Verdammt! Das hat wehgetan, aber wenigstens bin ich nun im Besitz zweier mutig ergatterter Montfaucon-Batterien. Prima. Fantastisch. Jetzt ist aber auch der Pulli kaputt, oder wie? Gut, benutzt die Batterien nochmal als Taschenlampe. Toll, was soll ich jetzt dazu sagen? Benutzt sie doch mit Lieber was. nicht. Trotzdem danke für das Angebot. Ja, egal. Wir haben tatsächlich unsere Taschenlampe. Und. Jawohl, wir haben auch einen Weg nach draußen. Jetzt können wir endlich zur France Nationale. Mal sehen, was die uns zu sagen hat. Na klar, ich steck's einfach in meine Tasche. Nein, du sollst da reingehen. Nicht das Gebäude mitnehmen. Das können wir ein andermal versuchen. Nochmal, meine ich. Verdammt, die Batterien scheinen leer zu sein. Autsch! Hoppla! Ich sollte mich besser beeilen. Okay, ein Schreibtisch mit Unterlagen. Dann haben wir hier Tür nach draußen.
Ein Feuerlöscher. Der Feuerlöscher sitzt fest in der Verankerung. Fest in der Verankerung. Ja, ein Schraubenzieher kann sowas lösen. Das wird nicht funktionieren. Nein? Ich brauche keinen Feuerlöscher. Achso, deshalb wird das nicht machen. Na gut, schauen wir mal Regale. Auf allen Regalen stehen die Jahrgangsausgaben der Zeitungen. Auf allen Regalen stehen die Jahrgangsausgaben der Zeitungen. Ich untersuche das Regal. Ich untersuche das Regal. Okay. Dann, schauen wir mal bei 2003 Auf nach. Auf allen Regalen stehen die Jahrgangsausgaben der Zeitungen. Bei diesem handelt es sich um das aktuelle Jahr, 2003. Bei meiner Suche stoße ich auf eine Ausgabe, die am interessantesten erscheint. Das Attentat wird hier in überdimensionaler Größe angeprangert. Reporterin unter Mordverdacht. Die renommierte Pariser Fotografin Nicole Collin wurde am frühen Montagabend nach stundenlangem Verhör aus der Obhut der Polizei entlassen. Der Verdacht würde sich nicht erhärten, dass die Journalistin in Verbindung mit dem Anschlag am ermordeten Bürgermeister Bernard Lemaire stehe, so Polizeiinspektor Henri. Lemaire wurde in jüngster Vergangenheit immer wieder Opfer zahlreicher Anschläge, nachdem er sich offen dem Kampf gegen den Pariser Sektenkult und deren totalitäre Strukturen widmete. Die 34-jährige Fotografin geriet in Verdacht, als sie der irische Journalist Ferdinand Irvine beschuldigte, mit den Anschlägen in Verbindung zu stehen und sie mit einer sektenähnlichen Organisation, die sich selbst Templer nennen, in Verbindung brachte. Irvine kündigte an, in den nächsten Wochen seinen Anschuldigungen Beweise folgen zu lassen. Zu seiner eigenen Sicherheit wird der Journalist derzeit von der Polizei an einem geheimen Ort versteckt gehalten. Das ergibt keinen Sinn. Wieso sollte Nico jemanden töten wollen? Ich muss etwas zu diesem Reporter Irvine herausfinden. Nur wo? Hoppla, was war das denn? Oh, Feuer. Lauf weg! Alles am Brennen. Aber wir haben hier einen Feuerlöscher in der Nähe. Nimm ihn! Verdammt, er klemmt in der Halterung. Ja, Verklemmungen können wir lösen. Dafür brauchen wir nur einen Schraubenzieher. Feuerlöscher mit dem Feuer benutzen. Das war knapp. Glaube ich. Keine Ahnung. Knapp. Ich habe wohl nicht nur Freunde. Merkwürdig. Der Einzige, der wusste, dass ich hier bin, war André. Ja. Es war wirklich knapp, scheinbar. Selbst Torbert hat es gesagt. Aber mit André wird er wohl etwas schief liegen. Denn André hat uns ja nur den Tipp gegeben, dass wir vielleicht da nachschauen könnten. Ich glaube nicht, dass er uns umbringen will. Ich glaube, so hinterhältig ist er auch er nicht. Und ich würde sagen, die nächste Information finden wir höchstens bei Nico in der Wohnung. Denn da wissen wir, dass es eine Adresse gibt. Oder besser gesagt, eine Adressendatei auf ihrem Computer. Und vielleicht hilft das uns weiter. Als ich mir die Liste nochmal genauer anschaue, sticht mir der Name Ferdinand Irvine ins Auge. Das ist der Journalist, der im Zusammenhang mit Nico in dem Zeitungsartikel erwähnt wird. Hinter seinem Namen steht Mouvage 12, das Hotel Ubu. Nico tötet Bürgermeister. Nico wird verhört, taucht dann unter. Reporter behauptet, belastende Beweise zu haben. Nico taucht wieder auf und hat Irvines geheime Adresse auf ihrem Computer. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Und nicht nur, weil ich mich anhöre wie André. Okay, das ist ja einfach. Wir wissen jetzt, wo wir hin müssen. Zum Hotel Ubu. Oh ja, leichter geht's ja eigentlich nicht. Probieren wir mal unser Glück. Na, wirst du wohl gehen? Dankeschön. Hotel Ubu. So, dann schauen wir uns hier mal um. Gibt eine Tafel und es gibt einen Ausgang. Schauen wir uns mal die Tafel an. Die Tafel ist dort gut aufgehoben. Ja, auf der Tafel gucken. Werden die Speisen des Hotels geführt. Heute Hähnchenfilet mit Bratkartoffeln.
Okay, sie hilft nicht wirklich weiter, die Tafel. Da hinten geht's weiter. Da bin ich mal gespannt, wo es dahin geht. Ja, wieder auf die Straße. Also einmal um das Hotel herum und schon sind wir wieder hier. Okay, versuchen wir es mal im Hotel. Oh nein. Monsieur Stobbart, schön Sie wiederzusehen. Finde ich nicht. Flap, wedle nicht so auffällig mit dem Ding rum. Verstanden, Guido. Also, Monsieur Stobbart, darf ich Sie bitten, sich nicht zu bewegen? Wir wollen doch keine Szene machen. Keine Szene? Keine Szene? Verlangen Sie etwa von mir, mich in aller Ruhe erschießen zu lassen? Wenn Sie kooperieren, wird Ihnen nichts geschehen. Vorerst. Okay, dann erzählt mir doch mal, wer ihr seid. Was wollen Sie von mir? Ach, kommen Sie, Stobbart, seien Sie nicht so dumm. Seit Sie vor 7 Jahren Ihre Nase in Angelegenheiten gesteckt haben, die Sie nichts angehen, befinden Sie sich auf der Liste der Templerfeinde ganz oben. Hören Sie auf mit diesem Unsinn. Die Templer gibt es nicht mehr. Wenn Sie das sagen, nur komisch, dass sich Ihre Freundin mit Leuten traf, die sich Templer nannten. Finden Sie nicht auch? Sie Lügner! Nico hat und wird nie etwas mit diesen Idioten zu tun haben. In seinem Gesicht breitet sich eine überraschte und heimtückische Miene aus. Sie haben Madame Collard heute getroffen? Ja, warum? Reine Neugier, weiter nichts. Sie werden ihr kein Haar krümmen. Das kann Ihnen doch egal sein, seit sie mit diesem blonden Geschichtsprofessor ausgeht. André? Richtig, das war sein Name. Die beiden geben ein wunderschönes Paar ab. Finden Sie nicht auch? Und wieder eine Lüge. Alles, was Ihren Mund verlässt, Guido, sind Lügen. Nichts als Lügen. Okay, erzähl uns doch mal von, was auch immer das ist. Wie sind Sie eigentlich damals aus der Kirche in Bannockburn entkommen? Das geht Sie nichts an. Wann darf ich ihn endlich erschießen? Noch nicht, Flap. Noch nicht. Oh Mann. Können wir nicht einfach Freunde werden? Und ich auf 2 Millionen Euro verzichten? Nichts geht über eine wahre Freundschaft. Gut, dann erzähl uns doch von den Templern. Die Templer gibt es also noch? Ja, noch mächtiger als früher. Wenn sie dachten, mit ihrer Schottland-Tat den gesamten Templerorden vernichtet zu haben, täuschen sie sich. Und ihr arbeitet wieder für sie. Monsieur Stobbart, wir beide sind die Art von Leuten, die gerne als Söldner bezeichnet werden. Die Bezahlung ist gut, das Einzige, was uns interessiert. Glauben Sie mir, das wird sich ändern. Ich werde Sie auch dieses Mal aufhalten, und wenn ich wie damals wieder um die halbe Welt reisen muss. Sehen Sie, genau darum sind wir hier. Flap und ich werden das verhindern. Okay, Kofferträger. Kann ich da rein? Puh, das war knapp. Okay. Ich könnte wieder raus, aber das will ich gar nicht. Kleiner Junge, Klavier. Da ist sie nicht hereingekommen und mich dann trotzdem erschießen, ist schon mal ganz praktisch. Schauen wir uns doch mal das Klavier an. Das schon so auffällig hier rumsteht. Ich wollte schon damals keine Klavierstunden haben, als es in war, sich von Mom und Dad im Klavierspielen unterrichten zu lassen. Ich habe noch gute Erinnerungen an dieses Klavier. Die robuste Lady Pyrmont hat bei meinem ersten Paris-Besuch mit ihren Händen die Tastatur förmlich vergewaltigt. Okay. Hallo, kleiner Junge. Den schaue ich mal an. Da sitzt ein kleiner Junge, der an irgend so einem Ding rummacht. Tag, Junge. Hallo. Sprich doch mal mit mir. Wer bist du? Wer sind Sie? Ich bin George Stobbart. Das ist aber ein komischer Name. Nein, das ist er nicht. Doch, das ist er. Nein, mein Junge. Stobbart ist ein normaler Name. Stobbylein. Mein Name ist nicht komisch, okay? Stobber, Stobby, Stobbo. Wer hätte das gedacht? Ich streite mich mit einem kleinen Bengel, der gerade mal die Intelligenz einer Banane hat. Mein Daddy hat einen viel besseren Namen als Sie, Mister. Wie heißt er denn? Flap? Nö, Ferdinand Irvine. Und wo ist dein Vater? Weg. Er hat gesagt, dass ich hier warten solle. Doch bisher ist er nicht zurückgekommen. Okay. Das ist genau der, den wir suchen, Ferdinand Irvine. Was hast du denn da für einen roten Ball? Mit welchem Spielzeug hantierst du da eigentlich? Das?
Ein Fraggy. Ein Fremmy? Fraggy, Mensch. Eine Art Gummiball. Sieht sehr lustig aus. Okay, wo ist denn dein Papa? Wann hast du deinen Vater zuletzt gesehen? Das war vor etwa 3 Stunden. Okay, du weißt nicht, wo er hin ist. Hier, kriegst ein Eis. Oh nein. Schade. Ich hätte das Kind jetzt so gern bestraft, wenn das Eis wirklich so widerlich ist. Ah, die Rezeption. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Hallo, Rezeptionist. Guten Tag. Guten Tag, Monsieur. Was kann ich für Sie tun? Ich bin... Nee, wer sind Sie denn? Haben Sie den Schock schon verdaut? Wie meinen? Ich weiß, ich hätte Sie nicht auf Sie loslassen dürfen. Doch ich hatte keine andere Wahl, wenn Sie verstehen. No, ich verstehe nicht. Lady Piermont, die Klavierspielerin, die Friedensrichterin. Ah oui, die Madame in Lila, eine Bestie, mon ami. Also so schlimm war sie dann nun auch wieder nicht. Etwas extravagant, aber okay. Oh, sie ist ja auch nicht losgelassen worden, wenn Sie mir die Bemerkung gestatten. Wo Sie recht haben, haben Sie recht. Ich wüsste gern mal, wie ich in das Zimmer von dem Irving komme. Ich würde gerne ein Zimmer mieten. Einen Moment bitte. Leider haben wir kein freies Zimmer. Ehrlich? So viel scheint hier aber gar nicht los zu sein. Das mag der erste Eindruck vielleicht vermitteln, doch gegen Abend erst ihr Hochbetrieb. Mist. Pardon? Nichts, ich habe nur laut gedacht. Gut. Und wenn ich dir ein Eis anbiete, kriege ich dann ein Zimmer? Das habe ich mir gedacht. Gut, werden wir einfach mal die Treppe hinaufschleichen. Und so tun, als hätten wir hier schon ein Zimmer. Ja, interessiert keinen. Das finde ich gut. Da komme ich nicht rein. Ja, wir haben auch die Haarklammer nicht mehr. Das wird nicht funktionieren. Ich zerre an der Tür, doch sie geht verständlicherweise nicht auf. Ja, das Ganze wird wahrscheinlich so weitergehen. Da komme ich nicht rein. Kann ich nicht hin? Ich könnte jetzt nochmal runterlaufen. Oh ja. Da liegt doch ein Zettel. Ich glaube es nicht. Das ist die Hotelreservierung von Ferdinand Irvine. Ein Doppelzimmer. Begleitperson, ein Kind. Einfallsreich ist die Pariser Polizei nicht gerade, Irvine in einem stadtbekannten Hotel zu verstecken. Das sind ja fast schon amerikanische Verhältnisse. Jetzt muss ich nur noch in das Zimmer. Tja, das Ding schaue ich mir nochmal an. Das ist eine Zimmerreservierung. Ausgeschrieben auf den Namen Ferdinand Irvine. Das wird nicht funktionieren. Schade. Wenn ich die Karte mit der Tür benutze, geht das? Keine gute Idee. Ja, ich kann ja keinen Schlüssel rauspieken. Das könnte aber helfen, wenn ich diese Karte unten vorzeige und sage, ich bin Irving. Da hinten ist mein Kind. Vielleicht funktioniert's, vielleicht ist er ja so dumm. Das geht nicht. Na gut, dann plaudere ich mal nochmal mit dem Jungen. Vielleicht hat der noch was Gescheites zu sagen. Hi, ich bin's wieder. Sehe ich, Stubby. Ja. Hier, kriegst deine Reservierung. Hi, ich bin's wieder. Sehe ich, Stubby. Sag mal, würdest du bei einem kleinen Spiel mitmachen? Oh ja, ein Spiel. Fraggy wird nämlich langsam langweilig. Also, wir gehen jetzt gemeinsam zum Rezeptionisten. Was? Zu dem Mann da vorne. Ach so. Dort werden wir dann Vater und Sohn spielen. Einverstanden? Klingt gut. Das war ja einfach. Ich bin's wieder. Das sehe ich. Was kann ich dieses Mal für Sie tun? Ich habe hier ein Zimmer reserviert. Ach wirklich? Darf ich mal Ihre Hotelreservierung sehen? Bitteschön. Mr. Ferdinand Irvine und Sohn? Brian. Arthur. Bitte? Arthur. Brian ist sein zweiter Vorname. Okay. Hier ist Ihr Schlüssel. Zimmer 122.
Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Sohn einen schönen Aufenthalt. Das war einfach. Danke, Bengel. Ich würde sagen, wir schauen uns das Zimmer an, allerdings erst wieder in der nächsten Folge. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.